Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Photoshop Tutorial. Ja, heute werde ich euch zeigen, wie ihr so ein schönes Bild von einer Miniaturlandschaft erstellen könnt. Ja, das ist hier natürlich nicht das richtige Bild, sondern das hier. Das habe ich von Wikipedia und ist ein ganz normales Foto einer Siedlung hier in Deutschland. Ja, und ich möchte euch nun zeigen, wie ihr das Bild so umwandeln könnt, damit man meint, es sei aus einer Modellbaulandschaft. Ja, da haben wir einmal hier diesen scharf gezeichneten Bereich in der Mitte und diesen verschwommenen Bereich oben und unten, damit man eben denkt, die Kamera sei nur 30 cm bis 1 Meter entfernt. Und eben der Fokus hier auf der Mitte liegt. Und dann werde ich noch die Farben hier bearbeiten, damit man denkt, das Material der dargestellten Objekte sei Plastik. Ja, dazu gehen wir jetzt einfach in Photoshop rein und öffnen unser Bild. Ja, die Ansicht sollte ein bisschen so schräg von oben sein, wie hier mein Beispiel. Und einen Himmel brauchen wir auch nicht. Darum nehme ich jetzt mir erstmal das Freistellungswerkzeug und schneide den Himmel weg. So, jetzt geht's los. Erster Schritt, wir brauchen das Verlaufswerkzeug. Dort stellen wir den dritten Verlauf ein, nämlich den Schwarz-zu-Weiß-Verlauf. Und hier bei diesen kleinen Symbolen wählen wir das zweite von rechts, nämlich den reflektierten Verlauf aus. Hier unter unseren Farbfeldern haben wir ein kleines Symbol, das nennt sich im Maskierungsmodus bearbeiten und das klicken wir an. Ja, jetzt müssen wir den Bereich festlegen, der gleich verschwommen werden soll. Dazu müssen wir wissen, welcher Bereich nicht verschwommen wird, denn nun klicken wir dort einmal rein. Bei mir wäre es hier mitten bei den Autos. Und dann drücke ich Steuerung, nicht Steuerung, sondern nur Shift und ziehe hier einen Strich nach unten. Dann lasse ich das Ganze los und ich sehe, ein roter Bereich ist entstanden. Ja, und alles, was auf diesem roten Bereich liegt, wird gleich nicht verschwommen werden, sondern nur der Bereich, der nicht rot ist. Wenn ich hier jetzt wieder auf dieses Symbol klicke, im Standardmodus bearbeiten, dann sehe ich, hier außen ist eine Auswahl entstanden und die brauche ich jetzt gleich für einen Weichzeichner. Dazu gehen wir auf Filter, Weichzeichnungsfilter und Tiefenschärfe abmildern. Dort klicken wir drauf und dann sehen wir schon diesen Effekt. Ja, die Einstellungen können wir so lassen, nur bei Radius müssen wir ein bisschen rumspielen. Kommt natürlich auch auf euer Bild drauf an. In meinem Fall wären jetzt so 19 zum Beispiel ganz schön. Bestätige das und hebt die Auswahl mit Steuerung D auf. Geht auch über Auswahl, Auswahl aufheben. Ja, jetzt müssen wir uns noch ein bisschen um die Farben kümmern. Dazu gehen wir Steuerung U oder Bild, Korrekturen, Farbton, Sättigung. Ja, jetzt sind wir im Farbton-Sättigungsmenü und stellen die Sättigung ein bisschen nach oben. Kommt natürlich auch immer auf euer Bild drauf an. In meinem Fall wären so plus 40 ganz gut. Den Farbton kann man jetzt noch ein bisschen runterstellen, ganz leicht, aber muss nicht sein. Man kann ihn auch auf 0 lassen. Dann bestätigen wir das. Ja, und jetzt kommt noch der Feinschliff. Nehme ich mit den Gradationskurven, Bild, Korrektur und Gradationskurven. Und dann können wir diesen Strich hier unten ein bisschen nach unten ziehen und oben ein bisschen nach oben ziehen. Ja, und man sieht, dass hier bewirken die Gradationskurven einfach noch, da werden die Farben einfach noch ein bisschen verstärkt. Ja, jetzt sind wir eigentlich fertig. Ich kann noch mal das Ausgangsbild zeigen. So. Und hier das Endresultat. Also jetzt meint man eigentlich wirklich, das hier sei eine Modellbaulandschaft. Ja, wer jetzt kein Photoshop hat, kann auch auf die Seite tiltshiftmaker.com gehen.
Tilt Shift ist einfach der englische Begriff für diesen Effekt. Und da kann man eben sein Bild auswählen und dann hochladen und dann hier noch ein bisschen bearbeiten, sodass auch so ein Effekt hier rauskommt. Ja, das kann ich eigentlich auch empfehlen. Natürlich ist das Ganze in Photoshop noch ein bisschen professioneller, weil man da auch noch die Farben verändern kann. Ja, kann man recht lustige Bilder mitmachen. Ja, ich hoffe, ihr habt was gelernt, euch hat es gefallen. Dann freut mich das. Bis dann, tschö.